Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier in Elgrad. Ja, auf geht's zur eigenen Wiese, zur kleinen Wiese am Hof. Ja, Nachbarhof, Nachbarfeld. Ja, am Hof kann man sagen. Die wollen jetzt noch gemäht werden. Das lege ich auch schwatt und dann geht er gleich. Oh, hier liegt noch Gras rum. Ach Mann. Gras von Alte, also das Alte. Ja gut, bei normalen Feldern ist es ja so, das geht ein bisschen besser, ne? Ja, mal schauen. Der Nebelstraße laufen hier. Und nicht nach hinten gucken. Macht die FPS-Zahl heute? 52, 54. Ich habe mal das andere Methode genommen hier, das ist alte, ohne Hochskalieren, ohne DLS. Aber das kostet ein bisschen Ressourcen, ne? So, angekommen. Aber so im Großen und Ganzen sehe ich ganz okay. So. Ich hatte ja in der letzten Folge einen Fehlermeldung ganz kurz von unterbrochenen Frames oder sowas, aber nur einmal. Aber die Werte sind im Großen und Ganzen im, ja, im grünen Bereich, kann man sagen, ne? Ja, das ist ein bisschen blöd gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das reell auch so ist. Behaupte mal, nee. Die ich auch nicht gesehen habe, haben das nicht. 10 Meter. War aber was für die Messe gewesen. Weiß aber nicht wo. Ob das in Wels gemacht haben oder so oder woanders. Ach, hier ist niemand auch breiter. Auch breiter ist ja mit Weiß bloß. Würde ausmachen. Macker stört auch. Das können wir hier auch nicht nehmen, ne? Der Anna hat das ja nicht genommen. Freut, dass sie Lage machen können. Muss man hier mal kurz rausfahren, ne? Das funktioniert. Hier kann man es ja mal, ne? Hier gehen wir rüber. Ja, nicht ein bisschen, du. Und komm, geht nicht weg. Wie sie schon. Komisch. Ja, wie gesagt, die Ellenrad ist sehr graslastig. Aber so viele Kühe können wir gar nicht halten, ne? Du willst die aufstellen. Die Stelle, weil es ja im Prinzip hier so schwer zu bauen ist. Und wenn man hier viel mit Terraforming machen will oder muss, dann ist es auch ziemlich teuer. Man will ja nicht auf flachen Ebene bauen, wenn man Felder haben könnte, sondern eher da, wo man eh keine Felder anlegen kann, ne? Aber das sind gerade die Stellen, wo man schwer bauen kann, ne? Ich glaube, ich mache die andere Wiese auch gleich mit. Oder ich mache die später zusammen den Arm oben. Dann ist nicht reif. Reif in dem Sinne, dass ich die Abtastruhe nicht erreicht ist. Jetzt hätte ich hier Heu gemacht. Wenn ich hier umziehen, dann brauche ich kein Heu. Ja, dann werden die Felder schon bestellt, ne? Mit irgendwas. Erste oder sowas, ne? Oder eine Zwischenfrucht. Wo wir im Frühjahr dann Hafer ansehen könnten. Was meint ihr? Soll ich die Holzkarte, sag ich mal so, pauschal
mal ja, mit reinnehmen. Als Let's Play für Zielsetzung, wir bauen uns ein Boot oder so was ähnliches oder die Achterbahn. Und wenn das dann geschafft ist, Ziel erreicht, beendet. Was zusammen müssen auch geschafft werden, ne? Also von der Zeit her. Aber theoretisch wäre das machbar. Müsst ihr mal reinschauen bekommen da. Wird ja frühestens am 15. beginnen können. Und bin ja kein Partner, ne? Also ich, so, da noch. Meine ich, das machen werde, weiß ich gar nicht, aber wie gesagt, Partner kann man ja sein, wenn man einen gewissen Reichweite erreicht. Ist der halt mal so. Aber da bin ich eine gute Entwicklung her von der Amulettenzahl. Sieht gut aus. Bin schon sehr hoch zufrieden damit. Und alles andere entwickelt sich von alleine dann so, ne? Aber jetzt deswegen unbedingt jetzt einen Antrag stellen in die Partnerschaft. Man kann, muss aber nicht, ne? Glaube ich, dass ich da deswegen große Vorteile haben würde. Wenn ich mir das Spiel selber kaufe, bin ich immer frei in der Entscheidung, also in der freien Meinungsversion. Ich würde dann sowieso sagen, was mir passt, nicht passt und so, ne? Aber wie gesagt, du bist ja nicht gebunden, ne? Aber wie gesagt, da bin ich noch weit weg. Muss ja noch ein bisschen tun dafür. Ne? Wie gesagt, das ist immer abhängig von dem, wie YouTube einen vorschlägt und wie die Zuschauer das entsprechend annehmen, um noch mehr vorgeschlagen zu werden. Ne? Das ist ja immer der Einfluss der Zuschauer durch Aktivität und ja, rein hinzusehen mit einschalten und gucken halt. Ne? Egal wie lang. Klar, länger ist besser, aber wie gesagt, ist okay so. Aber die Aufrufzahlen sind schon ja, erfreulich, kann man sagen. Ne? Wege habe ich da leer. Muss ich mal 15 Uhr, ich glaube 14 Uhr. Ich habe so einen Positionsmod hier haben, ne? Also mal gucken kann, was los ist. Weil da sind eh so viele Flächen drauf. Das können wir wegnehmen. Jetzt fahren wir hoch und runter, ne? Lässt sich ja besser auf. Ja, das Gras hätte man ein bisschen gehen können. Ne? Aber ich möchte es ja auch abgeschlossen haben. Ne? Ich sehe gerade so, das blüht, das Streiben und blüht, dann ist dann die Endstufe. Ob das nun so viel ausmacht, zwei, drei Mal mehr oder weniger. Ist auch egal, ne? Ups, mal links. Ja, mal runter, ne? Wahnsinn. Wie die Zeit vergeht. Morgen kommt meine Hütte rein. Ist ja am 1. hier Pflicht, wenn wir immer im 7. Termin reden. So kalt ist da auch noch nicht, dass man sagen muss, oh, jetzt Winterreifen ist Vorteil. Aber es könnte ja unverhofft mal Schnee geben, ne? Besonders da, wo es ein bisschen höher gelegen ist. In Salzburg habe ich gehört, dass sie mal Schnee hatten. Und das ist meistens in Richtung Berge recht viel. Da gebe ich meistens. Und das ist dann ohne Winterreifen
Also die hier wissen was. Solange man kein blockiert und kein behindert und alles ist tragisch, aber wegen dem, dann wird es teuer. Oder ein Unfall verursacht ohne Winterreifen. Aber ich fahre ja so in den Bergen nicht. Also nicht ganz so dramatisch. Ganz kurz gucken bei der BK, wenn wir hier vorne sind. Schon wieder leer ist. Weil mit mal 5 geht der Rauch ganz schön hoch. Ja. Der Anhänger ist leer, auf jeden Fall. Sehen wir mal gleich tauschen. Da ist auch noch 24.000 drin. Aber Förderband ist gut. Am Racker, da geht es auch zur Not. Ja, deswegen ist ja auch leichter, man bringt das ganze Gaszeug hier ins Silo rein und das läuft dann automatisch mit Autodrive überwiegend. Und mit Ballenpressen, das muss, hätte ich auch mit Kurbel machen können. Nur, da sind die Wiesen teilweise etwas ungünstig geformt, dass Kurbel da Probleme hat. Probleme in der Berechnung und hier bei der Wiese zum Beispiel, das kann schon mal länger dauern hier oben. Hier oben, die Ecken da oben, das tut sich schwer. Bei so einen Flächen, da ist das alles kein Thema. Das geht fix. Wieder nebenbei. Bin festgelaufen. So. Ja, Mist ist leider alle im Gülle auch. Und das Kühe produzieren nicht so viel. Bin ja gespannt, wie die Kühe da am Stall reingehen. 80 Kühe oder noch mehr. Ich habe ja hier 45 Kühe im Stall, also 90. Ich nehme die aber nicht so rüber, ich nehme die einfach so, ich kaufe wieder neue. Ich kaufe die neue und dann ist es gut. Im 19 habe ich ja die Mühe gemacht, um den Speicherstand die Kühe direkt rüber zu holen, das Kopieren einfügen. Ich habe genau die Kühe gehabt, die man vorher auch hatte. Wegen der Milchproduktion. Und hier brauchen die Kühe nicht lange, dann ist es draußen eine Kuh, die schon gekalbt hat, mehr oder weniger. Dann hast du gleich Milch. Ansonsten musst du dreiviertel Jahr warten, beziehungsweise ein bisschen länger, je nachdem man die Kuh die Befruchtung geklappt hat. Ne, wenn das nicht klappt, dann dauert es länger. Denn jedes Mal das Besamen, das klappt nicht sofort. Mal klappt es nicht. Und dann bei älteren Kühen klappt es irgendwann gar nicht mehr. In eine Schlachtung gehen, aber wie gesagt, ja, bei Jungtieren, also normalerweise klappt das immer, aber wie gesagt, der Zeitpunkt ist immer so, ja, unberechenbar. Ein bisschen warten kann, damit mir hier gut. Aber Uhr. Was die reelle Zeit, ne? 16:35. Noch eine Wiese. Wie gesagt, wir sind stark wiesenlastig und das ist sehr eintönig, ne?
Aber Gras ist die größte Einnahmequelle im Teil. Ellengrad ist ja fast alles Wiesen. Wenn man hier so guckt in der Karte, das sind ja alles Wiesen. Und alles großunfreundliche Wiesen, kann man sagen. Das ist ein ganz großer Mist. Obwohl jetzt nachher im Prinzip nachher die anderen Dings kommt, dann kann man hier die Felsen wegstemmen, theoretisch, und dann wäre das eins. Aber das so funktioniert. Das kann man ja mit jedem Flug und Rechen erstellen. Ne? Ich meine, die großen würde ich ja nächstes Mal mit normalen Waldpresse lassen. Ne? Aber ich war mal drauf, versuchen mal. Ne? Mein Prinzip ist eine Arbeit. Du baust vorne direkt gleich Mähen und Pressen. Ne? Das ist ein Vorteil, ein Arbeitsgang. Die Analyse habe ich zwar mit Mähwerk mähen lassen, weil das einfach von der Arbeitsbreite her ist dann halt 10 statt 6 Meter. Ne? Vorteil. Aber das Hexer kann nicht so schnell fahren, dann kommt die Presse nicht hinterher. Das mit 10 km/h war schon ziemlich dabei. Denn wenn die Presse voll ist, dann geht das mal nicht. Dann presst am Meter weiter, aber wie gesagt, der sammelt zwar weiter auf und häckselt das, aber es geht ja lang, puft ja irgendwie. Ne? Und. War ja auch nicht schön, ne? Also nicht vorgesehen. Ja, der zweite oder dritte Schnitt. Weil das Gras blüht, ist Wachstum vorbei. Ich gebe die ganze Energie in die Verholzung ein, damit das die Ähre halt umfällt, ne? Oder ausreiben kann und entsprechend den Samen ausgestreut werden kann. Und ich hoffe, das soll schon vorher gewesen sein. Ich sage mal schon danke, dass ihr reinschaut. Tschüss, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier, Elmgrad. Die Wiese fertig mähen. Dann nachher drüben den Rest machen. Und gleich mal die BGH bedienen. Tschüss.